Hey Leute, willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda. Wir sind jetzt in der Gerudo-Hochebene und wollen die letzten drei Schreine hier abschließen. Deswegen begeben wir uns erstmal zu der lilanen Markierung. Die ist da. So. Und ja. Laufen wir einfach mal erstmal dahin. Ich warte nur darauf, dass es gleich wieder kalt wird. Damit ich die... Ja. Ich wusste es. Ja. Es wird immer kälter. Vielleicht sollte ich doch erstmal die Ausdauer auffüllen. Ich lasse jetzt die Kletterausrüstung trotzdem an, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Da ist wieder ein Drache. Moment, ziehen wir uns mal eine warme Hose an. Und warm Pulli. Okay, da an den Drachen komme ich nicht ran, das ist zu weit weg. Nehmen wir noch die Wildbeeren mit. Ist der blöd? Was will der denn? Hier. Komm schon. Down. Und... Nee. Ich finde es sehr witzig, dass die Exalfos mit einer Knochen-Mob-Lanze rumrennen. Die haben doch eigentlich immer ihre eigenen Exal-Lanzen. Frostkraut nehmen wir mit. Hä? Komm schon. Da sind noch mehr. Warum verschwinden die denn? Verschwinden eiskalt. Was soll denn das? Das sind bestimmt gar keine richtigen. Moment. Können wir ganz einfach testen. Nix da. Nope. Eine Fata Morgana. Ja. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Uiuiui. Oh. Nee, da war Liga Versteck. Ich dachte gerade, das Kiltons Laden. Aber das war nur das. Hat die sich jetzt einfach hingelegt? Im Frühtau zu Berge. Da oben sind Spurtlinge. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ein bisschen Medizin zu kochen. Ach so, das ist der Schrein. Das ist der, ich glaube, eingefrorene Schrein. Da müssen wir mal gucken. Ich
Ich habe nur noch einen Feuerfall, toll. Oh, Wald. Richtig auf die Kacke. Hallo? Kriegt man den so runter? Nee, Bombenpfeile geben natürlich kein Feuer ab. Ach, das ist nur der Froststab, toll. Doch. Ich finde es witzig, dass er mich gar nicht bemerkt. Nehmen wir das noch mit. Sind nur ein paar Leuchtsteine. So, jetzt müssen wir das ein wenig anders machen, denn wir haben nur noch einen Feuerfall. Feuerfall. So, in die Hand. In die Hand. Erstmal ablegen. Oh. Und da sieht man schon, da ist ein Schrein drinne. Den hier so langsam auftauen. Dauert aber ein bisschen. Dauert aber ganz schön lang. Lalalala. Mann, dauert das lang. Mit Feuerfallen würde es natürlich schneller gehen. Aber naja. So, jetzt die Keule natürlich kaputt. Ja. Die Keule ist kaputt und das war unser einziger... Unsere einzige... Versuchen wir mal was anderes. Das geht gar nicht. Okay, versuchen wir den letzten Feuerfall nochmal dafür zu opfern. Okay, das hat den jetzt ein ganzes Stück aufgetaut, aber nicht genug. So, Feuerstein. Nochmal ein Lagerfeuer. Geht doch. So, in der Zeit, in der das schmilzt, holen wir uns noch den letzten Leuchtstein. Schmilzt ja fleißig vor sich hin. Ja, endlich. Geschafft. Dann geht es rein in den Schrein. Hinab in die Tiefe. Und was für eine Schreinaufgabe erwartet uns?
Schmelzendes Eis. Reiche mir Eis da und ich zeige dir den Weg. Ganz ehrlich, ich glaube, hier müssen wir... den Eisblock irgendwie zum Ziel bringen. Okay, der muss dahin. Okay, ich würde sagen, wir holen uns erstmal den zur Hilfe. Was? Ach nee. Anders. Der muss da stehen. So. Und dann kann man von hier oben da reingleiten. Sehr gut. Ein Eisschwert. Nein. Ich würde sagen, als erstes gucken wir den mal dahin. Und dann laufen wir mal mit dem Eisblock los. Müssen auf jeden Fall aufpassen, dass der uns nicht wegschmilzt. Und schnell durch. Wie mache ich das jetzt? Komm, ein bisschen rüber, rüber, rüber. So, dann packen wir den dahin, holen uns den Metallblock, packen den mal kurz in die Lava wieder rein. Das war nicht so schlau wahrscheinlich. Auch ganz wichtig. Nein. Verdammt. Ist auch ganz wichtig, dass ein Eisblock, der auf einem Metallstein steht, der in der Lava liegt,
nicht schmilzt. So, dann dahin. Gehen wir weiter. Er ist bis jetzt, ich glaube, noch nicht einmal richtig geschmolzen. Also, noch nicht mal angeschmolzen. Okay. Ich glaube, hier bleibt uns nichts anderes übrig, als den da durchzuwerfen. Und wir selber können uns davor schützen. Also, das hat dem Eisblock auf jeden Fall nicht gut getan, da durchgeworfen zu werden. Der ist jetzt ziemlich klein. Ha! Hier ist dein Eisblock. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ich habe alle Truhen. Dann ist der Schrein damit abgeschlossen. Das war auch eine sehr interessante Prüfung. So, dann würde ich sagen, als nächstes begeben wir uns auf den Gerudo-Gipfel. Da wartet der nächste Schrein auf uns. So, machen wir mal hier die Markierung weg und machen uns mal hier eine Lilane hin. Und dann heißt es laufen. Du kannst noch so viel jaulen, ist mir egal. Ja, hier, komm. Sehr witzig. So. Schnell mal die Truhe rausholen. Ein Opal. Dann nehmen wir mal den Gerudo Zweihänder und sehr hund. Kisten. Und hier ist noch ein bisschen Frostkraut, das können wir auch mitnehmen. Aua. Mist. Das hat jetzt zwar auch mich erwischt, aber jetzt bin ich wenigstens das Ding los. Und die anderen ignoriere ich einfach. Dieser eisige Wind. Nein! Nicht abhauen. Der ist ja direkt oben über uns. Moment mal.
Jetzt ist die Frage, schaffen wir das? Was ist denn das für ein Ding hier? Folgt uns hier bis viel zu nah auf die Pelle gerückt. Moment, ist das auch eine Truhe? Ja. Nein! Rollt die Truhe weg. Elektrofeile, cool. Und da ist noch eine Truhe. Gammeln hier überall eingefrorene Truhen rum. Was soll das? Und ein violetter Rubin. So. Jetzt bin ich los. Der Drache ist über alle Berge. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, da komme ich ran. Na, sind hier noch welche da vorne? Ah, noch eine dritte. Dient wahrscheinlich reinen optischen Zwecken, dass die im Schwarm da sind. Alles mitnehmen, was uns hier über den Weg läuft. Ah, Frostflügler oder Frostschmetterling. Frostflügler. So, da vorne ist auch nochmal eine Truhe. Das ist jetzt schon die vierte Truhe, die ich hier im Schnee finde. Ja. Warum ist da ein Aufwind? Ziemlich viele Libellen. Oh. Holzpfeil. Okay. Geben wir nochmal unser Bestes. Das wird echt schwer. Angriffskraft. Schnellfeuer. Schaffe ich nicht. Wieso ist nochmal da? Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Link, du bist zu langsam. Oh, wo ist er? Wo ist er? Da. Mann, ey. Ja. Getroffen. Geht doch. Ja, flieg noch weiter weg, ey. Dein Ernst? Alter. Warum ist denn das jetzt so weit weggeflogen? Ist ja richtig fies. Oh, da muss ich aufpassen.
die Truhe können wir nehmen. Geil. Aber die Truhe ist zu meiden. Oh, da ist noch eine Truhe. Ey. Hier kannst du dich vor Truhen kaum retten. Da ist noch eine. Ah, und hier taucht dann der nächste Schrein auf. Nein. Und ich glaube, die Schuppe oder was ich auch immer da getroffen habe, ist da oben drauf gelandet. Deswegen müssen wir mal da hochklettern. Dann auch noch diese Exalfoss, ey. Die, also so wie die da hängen, das erinnert mich irgendwie an Xenoblade Chronicles X. Oder X. Da war an bestimmten Gebieten so komische Gottesanbeterinnen. Die haben sich an der Wand versteckt. Laut diesem komischen Licht muss die Schuppe irgendwo hierhin gefallen sein. Oh, ein Leune. Aber ich glaube, was macht der denn da? Hol mal den Schatzhebel raus. Kann ja auch nichts. Aber das dauert auch ziemlich lang, bis er down ist. Oh, jetzt hat er mich doch schon mal getroffen. Gehen wir mal die Königshilfe. Ha, jetzt. Down. Und jetzt müssen wir mal eine Waffe wegschmeißen. Nehmen wir einen Polarstab weg. So. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Die Schuppe ist irgendwo gelandet. In Buxtehude und jetzt kriege ich sie nicht. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Aber ich würde sagen, wir bestreiten noch schnell den Kampf gegen den Neunen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Aber es gab schon schwierigere Kämpfe. Mal gucken, was wir da essen. Ein bisschen rohes Fleisch. So. Und als Waffe. Waffe. Nehmen wir erstmal den. Den Mehrschussbogen. Und Bombenpfeile. Na?
Das war ja richtig schlecht. So, komm. Bam. Schwarzer Leute. Oh, jetzt habe ich mich selber erwischt. War ja klar. So, brauchen wir einen neuen Bogen. Neuen Bogen. Schnellschuss. Und als Pfeile nehmen wir jetzt die normalen. Na, komm her. Ins Gesicht, jawohl. So. Bam. Komm. Nein. War ja klar, war ja klar. Autsch. Mist. Ja, so einen, für diese Kämpfe sind eigentlich die Bögen gut, die halt mehrere Pfeile auf einmal abschießen. Weil das hat natürlich den Vorteil. Aua. Alter! So. Angepokelt. Ja, jetzt bin ich gerade aus dem Lauf raus. Definitiv. Wie mache ich das jetzt? Essen wir erstmal die Äpfel auf. Und die Palmfrüchte auch. So. Na, wo ist er jetzt? So. Autsch! Halleluja, das war jetzt, Aua. Ich muss mir echt essen. Ja, wie soll ich denn da noch ausweichen? Der Kampf hat so gut angefangen. Ja. Ha! So. Ha! Sehr gut, wieder getroffen. Ja. Komm, komm, komm. Ja, komm. Au, Mann, ey. Dass sie immer so einen großen Bogen laufen müssen, um sich umzudrehen, das nervt. Bam, wieder ins Gesicht. Das ist nicht einfach, den ins Gesicht zu treffen. Alter.
Alter, hat der eine so große Reichweite. Das ist ja eine riesen Reichweite, was er da hat. Der zweite Treffer hat gesessen. So, 1, 2, 3, 5 Schläge hat man. Ja, komm her. Was? Bam. Erledigt. Zack. Boah. So, jetzt machen wir kurz noch ein Foto von. Chimärenlanze. Was haben wir hier? Chimärenbogen. Die hat gerade mal Stärke 30. Ist das eine Luschenwaffe, ey? Toll. Hat sich ja voll gelohnt. Na dann, machen wir den Schrein im nächsten Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, viel Spaß euch. Ciao.